Achso, ich hätte kuppeln müssen. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas. Noch nie. Noch nie in meinem Leben. Das können wir dich auch nochmal irgendwann zum ersten Mal verdienen können. Boah! Was war das denn jetzt immer? Ich habe da schon so einige schöne Autos bewegen dürfen, aber das hier ist jetzt. Das ist was ganz anderes. Wahnsinn. Ah, Hilfe. Bist du verrückt? Aber zum Glück hatte ich einen Helm auf einmal. Das wäre gar nicht gegangen ohne. Der Motor, wie der anschiebt, wie der brüllt, wie der schreit. Du hast das Gefühl, du hättest hier so ein Hayabusa-Apparat oder so. Der geht wie die Sau, die Anschlüsse, der Klang, wie das Ding lenkt, wie es bremst, was es tut, was es macht. Das ist wieder so ein Auto, da muss ich viel länger fahren, um diese Eindrücke überhaupt zu verstehen. Nicht um sie erklären zu können, ich muss ja erstmal kapieren, was hier überhaupt passiert. Pervers. Was kostet der Apparat? Die Basis ungefähr 60 oder so und dann nochmal das gleiche jetzt an Umbauten drin oder 70 nochmal an Umbauten drin. Also. Nein, ey, ich weiß gar nicht, wie ich verzille soll, oder? Das ist der Knaller. Das ist der Knaller hier. Bist du verrückter. Auch wie ich jetzt gerade mal so in die Bremse, ich habe extra mal bewusst hart gebremst und dann kannst du, hab geguckt, Vollbremsung gemacht und dann habe ich geguckt, wann fängt das Rad an zu stehen. Das ist total cool. Du siehst die Rotation vom Rad und auf einmal macht das. Dann blockiert es plötzlich. Ja? Aber die Dosierbarkeit ist toll und boah, unglaublich. Spannend. Ich muss mehr fahren. Also ich habe jetzt einfach nur der erste Schock. Ja? Und jetzt brauche ich dringend mehr Kilometer, um weitere Eindrücke zu sammeln und dann verarbeiten. Und dann versuchen euch irgendwie noch was davon rüberzubringen. Ne? Scheißegal, wie beschissen der aussieht. Nee! Krass! Hammer, ey! Und das in meinem Alter. Boah! Waffenschein, ehrlich. Ja. Nordschleife damit? Nee, danke, ey. Nein. Also ich nicht. Wirklich nicht. Brutal. Motor können wir uns jetzt auch mal sparen, den haben wir vorhin schon so ein bisschen angeschaut. Du siehst ja eh nichts, ne? Außer man kann den Kompressor gut sehen, ja? Aber boah, ansonsten bist du des Wahnsinns, ehrlich. Boah, nee. Nein, das hier ist eine hundertprozentige Fahrmaschine, eine Spaßmaschine und damit kannst du wirklich jeden schocken. Jeden. Also auch könnten jetzt alle, was haben wir in der Formel 1 zu teilnehmen? Ich gucke ja gar nicht mehr. 20, 22, also egal. Ich bin mir sicher, hol die Jungs jetzt hier rein und die werden sich alle schlapp machen und werden auch genau wie ich auch vielleicht am Anfang schockiert sein und sagen, was war das denn hier? Das haut sich so weg. Wahnsinn. Und wir hatten wirklich schon tolle Autos, ne? Oder? Der Dankerford, der Radical. Erste Sahne. Tolle Autos. Aber das hier ist auch schon wieder so ein super Special. Total. Unabhängig vom Gewicht, allein schon wie der Motor wieder anspricht, wie der reagiert und du hörst auch dann, weil du so nah dran bist, diesen Kompressor, wie der am Plärren ist, ja. Du hast ja das Gefühl, da ist irgendwas kaputt. Also, du musst wissen, dass der so Geräusche macht, ne? Ansonsten gehst du vom technischen Defekt aus. Aber das soll so sein. Also ganz ehrlich, ich muss jetzt erstmal Mittagspause machen, ja. Was essen, was trinken, alles sacken lassen und dann machen wir weiter. Das ist ein Vorschlag. Ja, ihr müsst euch einen jüngeren Testfahrer holen. Die können das eher verarbeiten. Bei mir ist das einfach, das dauert länger jetzt. Geil. Gut, dann machen wir jetzt beim Reinsetzen nochmal die Fix. Stopp einmal. Ist doch ein schöner Übergang mit der Pause, oder?
Für uns ja. Ja. Nee, für die Zuschauer auch, kann man doch sagen, ne? Wir haben aber keine Werbepause im Programm, deswegen. Wir können doch sagen, nach.